So, wir wollen Richtung Wuppertal weiterfahren. Das heißt, wir wechseln die A44 auf die A535 und wir sehen, die 300, 200, 100 Meter Schilder stehen da hinten schon in der Ausfahrt. Dadurch hier bei dem 500 Meter Schild machen wir den Blinker an, machen jetzt einen Schulterblick und direkt nochmal einen Schulterblick für den zweiten Spurwechsel. Genau, machen dann den Blinker aus und fahren unter normalen Voraussetzungen, wenn keine Tagesbaustelle ist, hier ganz normal mit 100, 110 weiter. Und sehen dann hier Schilder, Reduzierung, Geschwindigkeit runter auf 80, heißt fünfter Gang. Dann hier auf 60, heißt vierter Gang. Und dann fahren wir mit 60 im vierten Gang. Hier oben durch die scharfe Kurve. Die Fahrbahnunebenheiten sind hier sehr groß, dadurch ist hier Schleudergefahr. Auch schon sehr viele Unfälle hier passiert.